schön. Ich bin verdrahtet. Das fühlt sich ganz eigenartig an. Und es hat sich ergeben, dass an dieser Stelle ein anderer Vortrag war. Es kam dann die Idee auf, wir könnten das Projekt Aula 2030 bei der Gelegenheit nochmal ansprechen. Deswegen steht das hier oben auch drauf. Und dieses Projekt, das will ich jetzt gar nicht im Einzelnen erläutern. Es geht im Grunde genommen darum, das gesamte Elster-System betrachten zu müssen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich, während Sie die wunderschönen Bildchen betrachten, links der heutige Zustand, rechts ist auch der heutige Zustand, aber der weist auch in die Zukunft, ein paar Aspekte anzusprechen, die mir in diesem Zusammenhang auffallen. Bei Fließgewässern müssen wir immer das gesamte Einzugsgebiet beachten. Und was uns die Arbeitsgruppe aus Westfalen vorgeführt hat, war außer einer unglaublich hohen Sprechgeschwindigkeit, die ich nur bewundert habe, ja, euer Vortrag würde eigentlich 3 Stunden dauern, dass da ganz verschiedene Teile, Gruppen zusammenarbeiten und das ist höchst bemerkenswert. Das heißt, wir müssen einfach wissen, es gibt manchmal glückliche Fügungen. Ja, und wo es sie noch nicht gibt, da werden sie möglicherweise mit der Zeit entstehen. Erstens durch Pensionierung, das wünsche ich jedem, das ist ganz wichtig. Das sollte auch zum Teil sehr früh geschehen. Und im Übrigen durch Infragestellung von Ämtern. Und zu diesem Aspekt möchte ich Ihnen ein Zitat geben. Wir müssen uns nämlich überlegen, und ich möchte jetzt vorausschicken, ich habe nichts gegen den Wasserbau. Leute, die in den Wasserbau gehen, sind alles Leute, die gerne am Wasser spielen. Aber wo kommt denn das her? Da sagt ein Herr Schotwitsch in einem Lehrbuch von 1962, das ganz aktuell verwendet wurde, Handbuch des Wasserbaus, im Urzustand weitgehend verwildert, in Arme gespalten, der Stromstrich ist unbeständig und die Ufer werden angegriffen. Ungünstige Krümmungsverhältnisse und die zahlreichen Inseln hemmen den Abfluss des Hochwassers und den Abgang des Eises und führen zu häufigen Überflutungen des ganzen Talgeländes. Lachen Sie nicht? Das ist Wahrheit. Und der ungeordnete, Achtung, der ungeordnete Ablauf des Wassers führt zu einer Störung der Durchfuhr des Geschiebes. Das sind die Steine und Erden, keine Gewerkschaft. Die wieder die Unordnung im Fluss steigert, die Unordnung. Der Flussbau bezweckt die Ordnung des Flussbetts. Für dahin haben wir Anstalten, die aus mächtiger Finanzkraft von Staaten, Königen und sonstigen gefördert werden und in ihrem Bestand einfach nicht hinterfragt werden, denn sie sind ja da. Und um es auf etwas ganz Einfaches Menschliches herabzubrechen. Ich habe auch ein paar ganz liebe Freunde als Wasserbau. Das sind nämlich auch Menschen. Was die eigentlich nur wollen ist, morgens früh kaufen sie der Brötchen. Brötchen sind zwar ungesund, trotzdem werden sie in unserer Gesellschaft gegessen. Na, dann müssen sie Mittagessen kaufen, Abendessen kaufen, ein Auto, einen Fernsehapparat, einen zweiten Fernsehapparat, einen dritten Fernsehapparat, ganz wie ihr, 3 Waschmaschinen, 16 Ferienreisen. Und dafür brauchen sie das Amt. Und das muss stabil sein. Und ich habe zum Beispiel meinen Diplomanten immer abgeraten, vor allem den Eltern, wenn sie ihre Diplomanten bei der Diplomfeier vorführten, ich wünsche ihrem Kind, und da war es schon 25, 26, keine feste Stelle. Nein. Das wäre das Schlimmste, was Ihnen passieren kann. So, und warum hinterfragen wir denn nicht die Ämter? Denn schau, vor einigen Tagen stand ich jemandem gegenüber, der sagte, wir sprachen eigentlich ganz menschlich. Und dann sagt die Meister, du weißt ja, ich bin ja da und da und ich vertrete natürlich, ich bin ja jemand ganz anders, ich vertrete die Aufgabe eines so und so. Und deswegen denke ich so und muss das so sagen. Und das stimmt nicht. Erstens, wenn er pensioniert ist, kann es sein, dass er sagt, alles weg. Oder er ist so unglücklich, dass wenn die Pensionierung kommt, hat er so viele Sachen gegen seine eigene Idee gesagt. Da magst du dann auch gar nicht mehr lange in der Nachpension leben. So, jetzt ist das natürlich völlig praxisfern, sehr verehrte Damen und Herren, denn die Ämter sind doch wohl da, oder? Aber sie kosten unsäglich Geld.
Wenn ich denke, dass das Elsterbett hier für jährlich, was weiß der nicht, glaube ich, 2 Millionen Euro oder so, einer von euch weiß das doch, immer wieder ausgebaggert wird, weil sich das Sediment da sammelt. Wir müssen das nur erhalten. Aber es gibt lauter Dinge, und dieser Herr Schoklitsch, der hat das 1962 ins Lehrbuch geschrieben, das Zitat von Herrn Leonardo da Vinci, auch so ganz karg klein, kleiner Dummer, hat was ganz anderes gesagt. Und wenn man dem gefolgt wäre, hätten wir andere Ämter. Achtung, dass es nicht runterfällt. Und dann kommt das Nächste. Wir halten ja so vieles für selbstverständlich. Schau mal, wenn wir ein Fließgewässer herstellen, soll es fließen, ja? Ist ja wohl die Definition. Und es macht doch überhaupt nichts, wenn es in Stagnation gerät. Macht euch keine Gedanken, wenn da irgendein Zeug dazwischen liegt und das Ding staut sich zum riesigen See auf. Dann freut er sich doch und sagt, Mensch, ist es ein Biber? Nee, dann ist es bloß eine Serie von blöden Baumstämmen. Entscheidend ist doch, diese Fließgewässer sind einfach nicht immer so, wie wir denken. Und dieser Begriff Durchgängigkeit der Fließgewässer, Verzeihung, da kräuseln sich mir sämtliche Trommelfälle und ich habe deren 2. Und das muss man sich vorstellen, wie ein gekräuseltes Trommelfell aussieht, weil ein Fließgewässer ist oft ganz lange Zeit im Jahr gar nicht durchgängig. Ein richtig gesundes Fließgewässer, das staut sich mal eine Zeit lang, das hört man auf, dann ist so trocken, da ist nichts, das kann auch 2, 3 Jahre sein. Und trotzdem finden wir diese ganzen Tiergemeinschaften da. Das ist ja das Problem, was der Herr Schoklitsch so ausdrücklich beschreibt. Man stellt eigentlich eine gewisse Ordnung her. Das ist übrigens auch schön. Ich finde, wir sollten unser Zimmer immer wieder aufräumen, aber das ist was anderes als das von draußen. Und ihr habt wunderbar gezeigt mit den Beispielen auch beim letzten Symposium, da war der Uli Eichelmann, wenn man so etwas herstellt, man kann da durchaus mal mit Bagger durchfahren. Kritisch wird es dann, wenn wir Bauwerke darin hinterlassen. Und vor vielen Jahren hat man Herrn Hüging gesagt, so wie die viele verschiedene Bauwerke haben, das hört sich ganz toll an, die könntest du super intelligent regeln, aber die Praxis der Regelung solcher Bauwerke ist anders. Es klappt mal nicht aus vielen Gründen, ach komm, das machen wir jetzt im Dauerbetrieb und so. Also die Regelhaftigkeit von Bauwerken am Oberrhein, das ging einfach vollkommen daneben. Und das, was hier auch gezeigt wurde, ist eigentlich ein Drama unserer Zeit. Wir sind bereit zu akzeptieren, dass wir nur ganz schmale Korridore kriegen. Warum? Und ich meine, ich kann mir das ja leisten. Ja, verstehst du? Ich sage, das will ich mal so. Ganz schmale Korridore, aber warum ändern wir nicht eigentlich noch mehr? Was wir machen, ist in der Agrarwirtschaft 50% bis 60% absolut naturferne Halbwüste hergestellt mit Riesenmaschinen. Da sieht man von der Autobahn unter Umständen Staubwirke, die in der Landschaft liegen, gerade jetzt in dem heißen Sommer, da wird die ganze feine Erde weggetragen. Wir akzeptieren so etwas. Und ihr müsst euch auf diese schmalen Korridore beschränken. Ja, würden wir von diesen ungefähr 60% landwirtschaftlicher Nutzflächen nicht so viele kranke Großtiere produzieren, ich bin kein Veganer, ja? Nur, wir brauchen gar nicht so viel, um die Nahrung herzustellen. Das musste bei der Gelegenheit auch gesagt werden. Und das ist sehr schwierig, weil es so praxisfern ist. Ich weiß das. Aber wir haben diese Vorstellung. Es gibt zum Beispiel Ämter, die machen etwas. Stell dir mal vor, du bist im Forstamt. Ja, muss ja schließlich was tun. Ne? Ja, was ist jetzt der nächste Hiebsplan? Da muss ja irgendwas geschehen. Das ist die Praxis. Und ich wünschte mir manchmal, wir haben in Freiburg schon 1972 tatsächlich mal über sowas geflaxt. Es wäre doch mal total gut, wenn bestimmte Dienststellen Bestimmtes nicht machen müssen. Wenn einfach mal sozusagen eine Bestandspflege geschehe. So muss ich mir überlegen, ich mache einen Hiebsplan im Wald für so und so viele Jahre und wenn ich Förster bin, will ich auch so und so viele Bäume nutzen, will sie verkaufen, ob das nun für die Stadt einen Gewinn bringt oder nicht. In Leipzig ist ja der Gewinn relativ unbedeutend, habe ich mir sagen lassen. Trotzdem wird Altholz eingeschlagen in dem Wald. Wenn ich mir jetzt als Förster mal eine ganz andere Idee mache, das könnte ich ja auch. Wir pflegen nur bestimmte Sachen raus, aber wir pflegen zum Beispiel auf gar keinen Fall Eichen raus, und auf gar keinen Fall Eschen und so weiter. Ich will das hier nicht vertiefen, ich möchte es nur anreißen, dass wir das mal zur Diskussion stellen,
was wir mit unseren Institutionen eigentlich wirklich machen. Wer will es ändern? Es nutzt nämlich nichts, wenn wir uns über Fachfragen einig sind, wenn das bei den Institutionen nicht durchgeht. Ja? Und wenn du mit deinen Bibeln hier sitzt, du hast uns im Grund, also ich meine Karl Andreas Nitsche, wenn er uns erzählt hat, was die Biber alle machen, dann bedeutet das doch nur, dass wir an manchen Stellen eine Baggerschaufel weniger haben. Und ich finde es so toll, da hast du mal die Baggerschaufel nicht beaufsichtigt. Und was passiert dann da? Ja? Also das ist ja einfach ein Riesending. Also wir haben zu wenig Zeit, um Begriffe zum Beispiel zu hinterfragen. Und mit Recht zum Beispiel, ihr habt vorhin ein Bild gezeigt, da war grün und blau. Und unter blau, was also nicht so doll ist offenbar, ja, da steht Leistungsfähigkeit des Gehirnes. Ja, aber da ruft der Herr Schoklitsch aus dem Wald. Denn was heißt denn Leistungsfähigkeit des Gehirnes? Die Leistungsfähigkeit des Gehirnes, herzlichen Glückwunsch, ist ja riesengroß. In grün hattet ihr es notiert. Jetzt haben wir aber diese verschiedenen Wahrnehmungen. Und wir sind auch eine Leistungsgesellschaft. Und wir packen unsere Kinder in den Schulen so ein, dass sie vor lauter Leistungsdynamik überhaupt nicht mehr dazu kommen, mal selbst nachzudenken. Ich habe 6 von den Dingern und weiß, was das wirklich, ich habe es auch an anderen erlebt. Vielleicht ist es bei euch alles anders, nur die Kinder stehen unter Druck, die können nicht wirklich fantasievoll arbeiten. Und das hört im Kindesalter nicht auf. Das geht im Berufsleben weiter. Weil du musst ja irgendwie dranbleiben, sonst kriegst du keine Aufträge mehr. Ja, und dass eigentlich, obwohl wir in einer Art Überflussgesellschaft sind, wo wir über manches nachdenken müssen, mit den Äckern schaffen wir nicht die Sanierung der Welt. Ich gehe mal hier weiter. Wie viele Minuten habe ich noch? Ich möchte an der Stelle sagen, 10 Minuten ist doch riesig. Ja, die Wertschätzung von Auenlandschaften steigern. Ja, was bedeutet das denn? Das bedeutet zum Beispiel, dass wir abschnittsweise 3 Monate lang das Amt so und so in den Wald schicken und nichts anderes haben die zu tun, als mit den Bäumen zu spielen. Der Begriff Spielen taucht immer nur bei Kindern auf. Und dann werden die Erwachsenen krank. Wissenschaftler können das bis zum gewissen Grade noch. Ich kann das wirklich aus eigener Sicht erzählen. Ich habe mich eine Zeit lang mit den Exuvien von Libellen beschäftigt. Das ist einfach genial. Da hast du mit nichts Problematischem mehr zu tun. Du hast wunderschöne Strukturen. Du bist in deinem kleinen Unibüro, bist zufrieden. Die Tiere sehen schon seit Jahrmillionen so aus und es macht Spaß, sie bestimmen zu können. Oder die Anzahl Borsten bei Laufkäfern in Auenwäldern. Und wenn du dann wieder rauskommst, dann weht hier ein wahnsinniger Wind. Zum Beispiel alle unsere Projekte, das geht nicht, war immer die Eingangsinformation. Ob das die Auensanierung an der Weser war, sie können doch nicht. Wir haben wochenlang mit Anglern gesprochen, warum eine Notabfischung gegen die Fische ist, statt für die Fische. Und das haben wir einfach gemacht. Das hat ja auch hier einer gesagt. Du brauchst diese, und das möchte ich eben sagen, da war ja vorhin auch so eine Meldung, wir müssen wissen, was real ist, das müssen wir wissen. Nur wenn immer meine erste Äußerung ist, Achtung, das ist aber so und da ist die Grenze, dann liegen wir falsch, dann sind wir zu sehr domestiziert. Wenn wir hier, zum Beispiel in Leipzig, in Graz, brauchst du das nicht, weil da gibt es gar keinen Wald, die haben alles zugemacht. Aber wenn wir hier zum Beispiel in Leipzig darüber nachdenken und haben eine Vision, ihr habt flutende Überflutungen gezeigt. Du hast einen Biber noch reingesetzt. Wenn wir sowas hier durch die Burgaue laufen lassen, wenn wir mit so einem Blick, nicht mit dem Blick, das geht ja wahrscheinlich sowieso erstmal nicht oder frühestens in 30 oder 60 Jahren. Nein, wenn wir mit einem wirklich offensiv visionären Blick durchgehen, dann können wir es runterbrechen und sagen so, da fange ich jetzt da an, da fange ich jetzt da an. Möglicherweise gibt es ein kleines Übergangsbauwerk, aber Bauwerke so weit wie möglich nicht, das muss es sein. Aber lassen wir uns bitte nicht die übergeordnete Vision nehmen. Man muss nur gucken, wie fühle ich mich. Fühle ich mich mit einer übergeordneten Vision schon mal ganz gut oder fühle ich mich richtig gut, wenn ich sage, ja, ich habe ja eigentlich eine Vision, aber die hört immer schon bei 60% auf. Das geht nicht. Ein Mensch kann nur eigentlich, wenn er richtig lebt, voll dynamisch sein. Und das wird ein Fluss sein. Und warum haben wir denn so viele Staukrankheiten? Ich denke jetzt nicht nur an Krampfadern, an alles Mögliche. Überall ist Stau.
So, und das haben wir in den Fließgewässern. Und ihr macht das, das ist für euch selbst, also für euch mit diejenigen Leute, die in Gewässer so sanieren. Ihr macht ein Gesundheitsprogramm für Herrn Berger und für Herrn Karthaus. Verstehst? Das ist wirklich so. Weil ich wurde also zum Teil an deren Gewässer geführt, was so drei Gänsehäute gleichzeitig, diese Gänsehäute reinigen. Das ist, und das haben wir im Grunde genommen mit dem Aula-Projekt 2030 vor. Und jeder weiß, dass das selbstverständlich völlig unrealistisch ist. Was war denn in der Menschenwelt jemals realistisch? Hatten wir eine Chance, durch die Eiszeit zu kommen? Also ich sage euch, so kalt wie das wird, da brauchen wir eigentlich gar nicht anfangen. Wir sollten auch gar nicht erst loslaufen. Es schneit und dann frieren wir halt durch. Dann kann man uns in 50.000 Jahren als Ziel zweifeln. Flächenkauf, das ist das zentralste Thema. Wer immer irgendwo jemanden sieht, der ein bisschen Geld hat, kauft Flächen. Wir haben für dieses Buch, wir haben für dieses Buch alte Schriften angeguckt. Und dann sieht man da die alten Auen. Das ist einfach ein Genuss. Ich kann es nur empfehlen, ob ihr dieses Buch kauft, ist vollkommen wurscht. Tatsache, dieser Verein Nukla, man mag von diesem und anderen Vereinen halten, was man will. Lass die Ressentiments oder sonst was weg, das Plus, Minus. Der hat Flächen gekauft. Geh dahin, guck dir die an. Da siehst du die Gundolfer Wiesen. Das ist einfach genial. Da kann man durchlaufen. Das heißt, kaufen wir mehr. Und jetzt hören wir heute Morgen das sagenhafte Ding am Rand. Der alten Lupe hat jemand ein Baugebiet. Mal ebenso schnell die Bäume weggemacht. Das war offenbar schon länger eingefädelt. Der macht jetzt einfach da ein Baugebiet, obwohl die Häuser ganz gewiss dort auch nass stehen werden. Lauter so Dinge laufen parallel. Also versuchen wir wirklich Flächen zu kaufen. Und was wir natürlich unter anderem in so einem Projekt machen, das Auenband der Weißen Elster, wir wollen wirklich alles auf Spitze und Knopf drehen. So ähnlich, wie wir das an der Weser auch gemacht haben. Da geht man dann zum Bürgermeister hin, dreimal, und der sagt jedes Mal, das geht nicht. Das ist doch klar, dass der das sagt. Der hat ja seine Sachzwänge. Ach, das sind Sie ja schon wieder. Ja, wir wollten Sie zu einer Exkursion einladen. Ah, gut, ich komme mit. Was machen wir denn? Ja, wir grillen auch. Ja, und was weiß denn ich alles? Kein Biber, was keine Angst zu haben. Ja, ne? Ja, ein alter Augenblick, auch wenn es zu viel gibt. Also, im Grunde genommen, wenn man das doch mal sieht, was auf euren Abbildungen auch zu sehen war, außenrum ist die Landschaft einfach zu. Was ich aber hier stehen habe, das muss ich ja nicht vorlesen. Ich brauche über eine Aue eigentlich nie nachdenken. Ich brauche sie auch nicht machen, wenn ich nicht den Wasserhaushalt primär betrachte. Ihr fahrt mit eurem Baggerchen durch und versucht das. Man kann Filme aus der Schweiz, aus Österreich, aus Liechtenstein angucken, da geht einem das Herz auf. Manche halten die Gewässer noch fest. Die werden dann versteint. Naja gut, das ist natürlich Blödsinn. Entweder holst du den Fluss raus oder die nächste Generation Wasserbau. Ja? Aber zumindest kann der Fluss mal irgendwie so ein bisschen was wie Tai Chi machen. Der Wasserhaus ist absolut prioritär. Und das nächste Ding ist ein ganz zentrales mit dem Wald. Das muss einem immer wieder klar sein. 5 Minuten, das ist doch genial. Wenn ich einen solchen Wald auflichte, dann hat er in 4 Wochen als Krankheit Bergahorn, den amerikanischen Gänsefuß und so weiter, die wandern da alle ein. Wir haben das am Oberrhein genauso gesehen, das ist schon 1980, das ist uralt, diese Ahornkrankheit. So, das heißt, wenn ich einen Auenwald habe, der standortlich kritisch wegen Trockenheit in die Knie geht, dann darf ich den nicht auflichten. Und wenn man die Fäbellöcher zu groß macht, wie zum Beispiel im Kreis in der Stadt Leipzig, könnt ihr euch alles angucken, die Landesforsten machen es meines Erachtens sogar noch schlimmer als die Stadtforsten. Aber wenn man sich die Böden nach so einem Sommer anguckt, die sind derart ausgetrocknet, die riechen auch. Ja, und dann siehst du da, wie die Eichen reingepflanzt wurden. Hinter so eine Kerbe kommt die Eiche da rein, flupp, flupp, flupp. Mensch, da möchte ich keine Eiche sein. Und dann haben die Eichen sind alle unten abgeschnitten. In Portugal machen die das besser. Die nehmen solche Eichen in langen Töpfen, die Eichen sind 6 bis 8 Monate da drin
Und in Portugal haben wir ja 7 bis 8 Monate Trockenheit. Ja? Inzwischen, dieses Jahr hatten wir 49 Grad Celsius im Schatten. Danke, 49, wohlgemerkt. Ja? Der Kälte, der Hitzepol in Süddeutschland ist irgendwo Kichlitzbergen, Kaiserstuhl mit 54. Aber da sind wir schon längst drüber raus. So, die werden da so reingesetzt in Deutschland, die in Portugal haben die in Töpfchen und die kommen nach der kurzen Zeit in die Erde. Da haben die noch eine Terminalwurzel, die gut arbeitet. Die kannst du im März pflanzen. Ab März gibt es dann keinen Regen mehr bis September, Oktober. Und 70 bis 80% Anwuchs. Das andere kann man überall sehen, im Mute-Projekt, im Solling oder in den Alpen, an Lerche, an Eiche und sonst was. Hier wird immer gesagt, es gibt keine Naturverjüngung. Mit Herrn Hannes Hansmann, den es ja hier auch auf Buch gibt, sind wir jetzt neulich einfach mal zufallsverteilt rumgelaufen. Wir haben uns dann gedacht, weißt du was, wenn wir alle 3 Wochen rumlaufen, haben wir zum Schluss das Vierfache an Einzelnaturverjüngung. Und was machen die in den Alpen oder im Solling? Kleine Einzelgatterchen. Da musst du nicht groß auflichten, das muss man nicht. Aber wenn das Einzelgatterchen drumherum ist, dann steht da so eine kleine Eiche mit ein paar Kräutern und die schafft sich da langsam hoch. Jetzt habe ich noch 2 Minuten. Du bist aber auch grob heute zu mir. Der Wasserhaushalt, ja, das müssen wir jetzt alles, das haben wir jetzt gesagt. Wir können das zurückholen, das habe ich auch geholt, ja. So, wir können eigentlich wirklich mal darüber überlegen. Also erstens möchte ich sagen, die Nordwestaue, das wäre etwas, da könnte man nahezu sofort rangehen. Aber nicht mit einem kleinen Bäch, sondern da kannst du wirklich mit einer gewissen ordentlichen Menge ran, wenn der Gewässerknoten umgesteuert wird. Ich sage, erstens ist es einfach und zweitens muss lange darüber vor- und nachgedacht werden. Aber in Leipzig wird ja nun schon seit vielen Jahren darüber nachgedacht. Gut, dann gibt es halt nochmal 5 Jahre. Tatsache ist nur, eigentlich ist Wasser da. Man kann es lenken. So, und wenn ich mich aber auf ein Ding einschieße, dann ist das im Grunde ein Angstmodell. Und seit Jahren wird hier angeregt, das anders zu machen. Es ist ein ganz großes Problem unter Menschen. Kann ich mit dem oder dem? Nee, kann ich nicht. Dann gibt es in unserer Zeit ganz viele Bücher, die sowas mit Menschenmanagement zu tun haben. Das hatten wir gestern bei den Managern, das hat auch der Rocco Buchter unter anderem gesagt. Es ist doch ganz klar, man muss auf diese einzelnen Menschen eingehen. Das will ich aber nicht hören, ja, aber der macht das und das. Nein, das will ich nicht hören. Wir müssen alle verzeihen. Und zwar müssen wir jeden Tag verzeihen und sagen, hör mal, aus irgendeinem Grunde bist du an der Stelle. Und dass du mir diesen unglaublichen Stolperstein in den Fluss meines Lebens legst, das hat bestimmten Sinn, da lerne ich dran. Man könnte das auch mal so sehen. Wir sind doch nicht alle Sauhunde, also ich meine, oder? Gar nicht irgendwie, ja? Sondern wir haben im Grunde genommen, wir wachsen alle aus einer Schule auf, wo mal der Herr Spörl drüber geschrieben hat, da haben sie alle gelacht, Pfeifer mit 3F. Ja? Erinnert man sich an diese verrückte Feuerzangenbowle, so ein verrücktes Buch. Oder man denke an Pippi Langstrumpf. Wir sind die Kinder aus solchen Schulen, wo der Lehrer fragt, was ist 6 plus 7? Ja, wenn du das nicht weißt, wieso soll ich das jetzt wissen? Ist die Antwort von Pippi Langstrumpf. Was haben wir denn für eine Art zu lernen? Und das geht dann bis ins Erwachsenenalter weiter. Und mir hat man im Alter von 5 gesagt, in einem Jahr beginne für mich der Ernst des Lebens. Da bin ich richtig zusammengezogen und in meinen Wald gegangen. Und viele Kinder haben heute keinen, obwohl es den Auerwald gibt. Also, wir haben jede Chance. Jetzt habe ich noch 0,3 Minuten. Und das ist eben das Bild, was ich auch von euch habe. Wir können das Wasser fließen lassen, wir können ein paar Biber reinlaufen lassen und es ist eine Illusion zu glauben, dass wir nichts regulieren müssen. Wir müssen alles regulieren. Und wenn wir Menschen regulieren müssen, dann brauchen wir dafür Zeit. Dann darf es keinen Druck geben. Ich muss aber jetzt die Wiese mähen, ich muss schnell die Bäume fällen oder ich muss schnell ein Hochwasser beseitigen, das ich selbst verursacht habe. Keiner von uns ist der wirkliche Verbrecher, sondern das ist ein System, da stecken wir alle drin. Carl Gustav Jung, Opfer von Opfern, gilt auf allen Ebenen. Ich danke für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Mir fällt es ja immer relativ leicht, Überleitungen zwischen Vorträgen herzustellen. Aber nach dem Vortrag wird es ein bisschen schwierig.
Aber darum bin ich ja bloß habilitiert und du Professor, Bernd. Das ist wahrscheinlich der Unterschied. Genau. Das ist gut. Kann man was wagen? Natürlich kann man was wagen. Ja, da gibt es nun mal. Das ist mein Heim. Ich würde auch noch mal interessieren, wie Sie die Zusammenarbeit sehen mit verschiedenen Projekten, die an der Weißen Elster laufen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, also mit dem Projekt Aula 30, reden wir über diesen Bereich. Nee, das ganze Ding. Von das ganze ab, Ding. Von wo ab, Herr Professor Gerke? Na, von mir aus ganz im Süden, Gera oder irgendwo. Und dann fangen wir mal an. Das war nicht öfter, weil Sie gesagt haben, wir konzentrieren uns pilotmäßig auf diese Dinge und hier setzen wir den Anfangspunkt. Momentan laufen ja verschiedene Initiativen. Also in Gera gibt es einen Arbeitskreis Kulturlandschaft Weiße Elster. Der zieht sich länderübergreifend von Gera bis hin nach Zeitz und in Richtung Wegau nach Sachsenwald. Ich bin mir nicht sicher, wie weit die Kontakte bestehen zur Leipziger Gruppe. Deswegen frage ich an der Stelle. Ich weiß zum Beispiel, am 22. September gibt es einen Fahrradkurse von Gera nach Trosten. Und die Flusslandschaft Weiße Elster zu erkunden. Es gibt das Bestreben von den Naturfreunden und dem Bundesverband der Angelfischer, für das Jahr 2020/21 die Weiße Elster als Flusslandschaft des Jahres aufzurufen. Wie könnten wir uns hier an dieser Sache mitbeteiligen? Und dann gibt es so nette Kleinigkeiten an der Weißen Elster, also beispielsweise das Land Thüringen, die unten, wo Nukla steht, planen beim Hochwasserschutz, die Weiße Elster umzuverlegen in ihr altes Bett und weg vom Wehr, um den Hochwasserschutz zu verstärken. Und interessanterweise liegt zum gleichen Zeitpunkt in dieser Gegend ein Planfeststellungsverfahren, um ein Kiesabbaugebiet zu eröffnen. Genau in der Flusslandschaft der Weißen Elster in diesem Bereich. Das sind so die Widersprüche, mit denen wir es momentan zu tun haben. Und deswegen fragte ich nach der Wirkmächtigkeit, Sie sagen, das ganze Ding, also nicht vom Ursprung der Weißen Elster, sondern sagen wir so von Gera aus bis hier rein nach Halle, inwieweit man da, ich sag mal, kooperativ miteinander umgehen kann. Weil die Initiativen sind sehr unterschiedlich. Jeder hat ja bestimmte Interessen, die er gerne verwirklichen würde. Aber die vielen kleinen Punkte, die ergeben eigentlich dann die Wirkmächtigkeit vielleicht, die Sie unter Umständen brauchen. Naja, insofern ist das ja auch ein Projekt, das viele vielleicht auch gar nicht erörtern würden. Und wenn man Ihre Frage kurz beantwortet, ist ja klar, nur Leute wie Sie gehören selbstverständlich mit zu denen, mit denen man spricht. Und das, was Sie sagen, ist zentral wichtig. Jeder von uns hat seine Sektoralinteressen. Und da habe ich überhaupt keine Lust zu. So, und das Erste, was wir fragen müssen, was ist mit dem Naturhaushalt? Und was ist mit der Basis für die menschliche Population? Wie gehe ich dann mit dem Naturhaushalt um? Und da kann man natürlich sagen, das ist vollkommen illusorisch, du brauchst mit der Landwirtschaft überhaupt nicht zu sprechen. Meines Erachtens kann man natürlich schon damit sprechen, denn wie lange wollen sie denn diese intensive Gift- und Güllewirtschaft noch weiterführen? Und wenn bestimmte Interessengruppen sind, sie sagen, sie seien eine Interessengruppe, also das ist ja vollkommen schön, aber das ist natürlich ein wirkliches Sektoralinteresse. So, da sind wir uns ja einig. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist sowas total liebenswert, was Sie machen. Ja? So, das finde ich wirklich. Und was der Freund Jähring dann vorhin dazu sagte, war, wir müssen aber achten, haben wir denn nur noch genug Wasser, zum Beispiel für den Biber von Herrn Nitsche. Und da gibt es noch welche, die müssen mit dem Bagger im Wasser rumfahren und lauter so Dinge. Ja? Und dann fallen Sie natürlich mit Ihrem Ding runter. Denn wir werden wahrscheinlich auch so ohne weiteres keine Pfahlbausiedlungen hier mehr einrichten. Aber bitte verzeihen Sie, das ist nicht frech. Ja? Sondern wir sollen einfach gucken, wo wir alle herkommen. Also ein lebendes zum Beispiel Archäologiemuseum. Dazu würde ich auf jeden Fall auch diese Flößergräben rechnen. Die gehören dazu. Ob die nun auf der ganzen Länge wirklich bespannt werden müssen, mit all den sämtlichen Sickerverlusten. Es ist schön, Wasser über Land zu führen. Ja, da würde man, das ist dann der Prozess, wo man drüber nachdenkt. Wir müssen nicht unbedingt das ganze Zeug von früher alles wiederherstellen. Es hat ja auch seine Gründe, warum es verschwand. Und das gilt eigentlich für alles. Wir leben derzeit in einer unsäglich reichen Gesellschaft, wo es tatsächlich Leute gibt,
die sagen, wir brauchen eigentlich gar keine Natur mehr, die Nahrung wächst künstlich. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Das Zitat, das kann man auch irgendwo nachlesen. Das glauben aber bestimmte Leute wirklich. Aber die natürliche Basis ist trotzdem immer noch Boden, Klima, Wasser. So, und das muss für uns immer das übergeordnete Ding sein. Also, können wir aber nächstes Symposium drüber machen. Gut, können wir machen, aber das Plädoyer von Herrn Thiel war ja völlig richtig, nämlich zu sagen, okay, wo kriegen wir denn Zusammenarbeit auf diese langen Strecke, und bei Ihrem Elsterflussgraben ist es ja auch eine lange Strecke, aber sie verbindet sich ja auch. Und wenn ich jetzt als Umwelthistoriker mir das anschaue, ist das genau so. Naturschutz und Umweltschutz ist erstmal extrem erfolgreich. Das glauben zwar die Naturschützer und Umweltschützer nicht, weil sie tagtäglich kämpfen müssen, aber als Historiker kann ich Ihnen sagen, um 1870 gab es keinen Naturschutz, Punkt. Kein Naturschutzgebiet, kein FFH-Gebiet, kein Landschaftsschutzgebiet, nichts. Es hat sich niemand dafür interessiert, bis dann die Naturschutzbewegung um 1880 beginnt, wirksam zu werden und in knapp 100, 120 Jahren das geschafft hat, was wir heute vor uns haben, insbesondere auch in Deutschland, also eine extrem erfolgreiche Bewegung, das sollte man sich immer wieder bewusst machen. Der Erfolg kommt aber insbesondere dann, wenn Gruppen miteinander zusammenarbeiten. Also wenn die Verbände alleine agieren, schaffen die das selten. Wenn sie ein breites gesellschaftliches Bündnis bekommen, funktioniert das durchaus, und dann wird Naturschutz besonders erfolgreich. Und eine Diskussion lasse ich da nicht zu. Ja, das kann ich verstehen. Denn wir brauchen auch positive Botschaften, das sage ich Ihnen ganz offen. Ich bin selber Leiter von einem kleinen Verband hier in Sachsen. Es ist natürlich ein mühseliges und teilweise armseliges Werk, das man da vollzieht. Aber es ist einfach so, man tut es für die gute Sache. Und wenn Sie sich mal langfristig gucken, es gibt wenig Bewegungen, das sage ich Ihnen ganz. Ich kenne viele soziale Gruppen in der Geschichte, von den Ärzten, den Wasserbauern und so weiter, die so erfolgreich sind wie die Naturschützer. Es ist mühselig, ja, aber es ist so. Einer der Gründe, warum wir, glaube ich, solche Symposien veranstalten. Gut.